Und wir sind wieder da. Willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir den Missstand von dieser Kackwelt hier. Na, wobei, so schlecht ist sie jetzt auch nicht gesammelt. Und jetzt kriegen wir, oder sammeln wir, gerade noch einen weiteren Stern, den es hier gibt. Und zwar, wenn wir diese Münzen, ihr seht schon, wir kriegen solche komischen Zahlen da eingeblendet. Wenn wir die nämlich alle, diese Münzen hier, sammeln, dann kommt ein weiterer Stern. Und eine dieser Münzen haben wir schon im letzten Part gesammelt, falls ihr euch daran erinnert. Also hat auch diese dazu beigetragen, dass wir die 100 Münzen gekriegt haben und damit hätten wir einen weiteren schwierigen Stern gekriegt und wir können uns alle freuen, denn es ist noch ein weiterer Stern in dieser Welt zukommen. Es ist der rote Münzstern. Und der ist eigentlich auch gar nicht so schwer, wenn man ehrlich ist. So, jetzt halt die Frage, nehmen wir die Fliegercap? Doch, ich denke schon, dass wir die Fliegercap nehmen. Damit ist das Reisen nämlich einfach viel angenehmer. Nein! Was mache ich denn? Ich drücke einfach B eben kurz vorm Absprung. So. Jetzt halt die Frage. Ich weiß nicht ganz genau, wo alle roten Münzen sind. Na wohl doch. Ich glaube, vier sind in der Luft und eine ist hier noch in diesem komischen, in dieser Pfütze hier. Ich sage, das kann man ja nicht wirklich mal als Teich oder irgendwas anderes bezeichnen. Nein, 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 nein. So, und aufpassen auf diesen Kondor. Also mit Kondor ist halt der Vogel gemeint, also dieser Adler. So heißt er. Nein! Nein! Wow! Oh Gott! Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass unsere Fliegercap zu Ende geht. Mach einen Dreisprung jetzt bitte. Verflixt! Ja, mit der Fliegercap ist das wirklich einfacher. Da kann niemand was dagegen sagen. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass dieser Kack-Kondor uns nicht trifft. Das wäre Bullshit, wäre das. Nice. Cool, die Welt hätten wir. So. Jetzt, Leute, gehen wir in die Tür zum Bowser-Level. Und zwar werde ich dafür euch den Trick zeigen, den ich schon angekündigt hatte. Und zwar, wir nehmen diesen Hasen hier. Yeah, 50 Powersterne haben wir. Tatsächlich könnten wir jetzt theoretisch schon in die oberste Etage gehen. Das machen wir aber noch nicht. So, jetzt zeige ich euch einen schwierigen Trick. Glitch, ja. So, also man muss mit diesen Hasen so an diese Kante gehen. Dann drückt ihr Z, dreht euch um und müsstet jetzt den Hasen einsammeln. Also wieder aufnehmen können, aber das konnte ich gerade nicht, weil meine Position halt kacke war. Es erfordert ein bisschen Übung, Leute, das kann ich sagen. Aber wenn ihr diesen Trick könnt,
steht euch nichts mehr im Wege, einen 16-Sterne-Speedrun zu machen. Sofern ihr das möchtet. Ja, also. Ihr seht wahrscheinlich, worauf ich hier hinaus möchte. Ich möchte den Hasen mit durch die Tür nehmen, ne? Also ich glaube, das habt ihr verstanden. Ja, Mist, nur leider scheint es hier gerade nicht klappen zu wollen. Darum schneide ich das Ganze. So, musste ich nicht mal schneiden. Es hat direkt geklappt. So, und ihr seht schon, wenn ihr den Hasen durch die Tür habt, einfach noch einmal Z drücken. Also ihr müsst euch halt umdrehen und dann könnt ihr nochmal Z drücken. Und dann seid ihr mit dem Hasen durch die Tür. So, und das Ganze geht natürlich auch mit der zweiten Tür hier. Nur kommt der Hase diesmal nicht mit. Oh. Ah ja, genau, weil wir halt schon genügend Sterne haben, wird er jetzt nochmal die Tür öffnen. Aber vertraut mir, selbst wenn ihr nicht 30 Sterne hättet, wärt ihr dann einfach hier drinnen geblieben. Und somit hättet ihr dann den zweiten Bowser besiegen können. Ja. Der Grund, warum es 16-Sterne-Kategorie ist, weil... Wie soll ich das erklären? Der Hase spawnt, wenn man 16 Sterne hat. Ja. Ist eigentlich nicht viel zu erklären. Mann, warum ist es fällt mir das Schwimmen irgendwie so anstrengend heute? Mann. Und dieser Bereich, der laggt irgendwie immer. Der laggt selbst auf der Virtual Console, Leute. Ich hab's ausprobiert. Nur, ich weiß nicht, ob es auf dem Original laggt. Also auf dem Original 64. Ich würde sagen, wahrscheinlich ja. Ist ganz schön bescheuert, dass dieser Bereich hier so laggt, wenn man ehrlich ist. Aber finde ich nicht so gut. Übrigens, dieser Bereich hier, wo wir gerade sind, der zählt als ein Level, Leute. Also wir müssen hier tatsächlich noch eine Menge an Sternen machen. Das war jetzt nur der erste Stern. Wenn wir den erledigt haben, dann geht dieses blaue Teil dann nämlich nach hinten, sodass wir zu Bowser gehen können. Entschuldigung, ich muss mich nochmal korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, der Hase spawnt, wenn man 16 Sterne hat. Das ist nicht ganz wahr. Der spawnt nämlich eigentlich schon, wenn man 15 Sterne hat. Genau. Das war es halt. Da habe ich einen Fehler. Ist mir ein Fehler unterlaufen. Genau, und jetzt machen wir zuerst Bowser, anstatt dieses eine Level da. Wie hieß es da? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht nachgucken. Auf jeden Fall dieses U-Boot-Level halt, nennen wir es so, weil ich jetzt gar nicht den Namen aus dem Kopf kenne. Weil ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mal so Bock drauf habe auf das Level. Ich habe irgendwie mehr Bock, in diesem Part noch Bowser zu töten. Und darum mache ich das jetzt auch. Wir töten Bowser in diesem Part noch. Und zwar den zweiten Bowser. Okay. Hier ist noch eine fiese rote Münze, die man nur kriegt, wenn man das Teil einmal hochfahren lässt. Was ist denn da los, ey? Warum willst du da nicht hoch, oder was, Mario? Das war gerade ein bisschen dumm, aber... So, mit Wandspinnen kann man hier noch... Mist, nein! So, da sind wir wieder, Leute. Auf ein neues... Auf einen neuen Versuch, dieses Level zu meistern.
beziehungsweise dabei auch noch die 8 roten Münzen einzusammeln. Mensch, wo sind die normal? Ich weiß, irgendwo hier ist eine Fies versteckt. Und man muss warten, bis dieses Teil hier hochfährt. Ah, da ist sie. Oh, was ein Fail. Ah, Mann, ey. Ich sollte nach diesem Part echt Aufnahmepause machen, ey. Okay, schaffen wir es noch auf die Plattform. Ah, schade. Haben wir leider nicht mehr geschafft. Das macht echt Spaß, wenn man den A-B-Knopf mischt. Dann macht Mario halt diesen einen Kick. Ganz laut und schnell. Wow! Hör auf, hör auf, hör auf, beweg dich nicht. Mario, wenn du dich bewegst, machst du es doch nur noch schlimmer, als es doch schon ist. Das muss selbst ein Klempner wie du doch wissen. Shit, wo ist denn mal die rote Münze, die letzte? Wir haben eine übersehen. Wäre halt nur gut zu wissen, wo die ist, ne? Ach da. Wow. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, kommt der da gar nicht hoch? Wie komme ich dann hoch? Hä? Da kommt man aber irgendwie hoch, das weiß ich. Scheiß die Wand an. Warum geht das nicht? Okay. Genau so wollte ich es haben. An der Kante so lang gehen und den Stern einsammeln. So, nun ab zu Bowser. So, da ist er. King Bowser. So, zuerst mal, man merkt schon, er hat jetzt eine neue Plattform, mit der er uns heftig einheizen möchte. Lass ihn erstmal boosten, das macht's einfacher. Dann macht einen scheiß Feuerattack und teleportiert dich hier nicht rum. Was? Was? Ich dachte, der braucht länger dafür. Ja, wahrscheinlich, weil es das Original ist, ne? Also, das kann der ist wie ne, wo es alles zehnmal einfacher ist. So lang, Game Bowser. Achso, ja, wir können eigentlich schon mit ihm reden. So, das nächste Mal, wenn wir ihn treffen, dann heißt es auch schon Showdown. Und damit haben wir den zweiten Schlüssel. Und für uns sind alle Bereiche des Schlosses nun begehbar. Ich mache hier auch, ja, wenn ich hier den Part auch direkt einmal beenden. Beim nächsten Part geht es dann weiter hier mit dieser Welt. Leute, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. So, bis dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.